August Höginger, der Clubobmann der ÖVP. Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, werte Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, es ist richtig, wir debattieren das Budget 2020 in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Ich möchte aber schon zwei Bemerkungen zu meiner Vorrednerin machen. Ich treffe viele Menschen in meinem Wahlkreis, die froh und dankbar darüber sind, dass wir bis jetzt über... Ich weiß nicht, was da... Ja, Sie gehen anscheinend nicht zu den Leuten, weil sonst würden Sie das auch hören, meine Damen und Herren. Und das... Ich nehme das immer sehr ernst, was mir die Bevölkerung auch sagt. Und da gibt es sehr viele Menschen, die froh und dankbar darüber sind, dass Österreich sehr gut bis jetzt durch diese Gesundheitskrise, und wir reden hier von einer weltweiten Pandemie, dass Österreich sehr gut durch diese Gesundheitskrise bis jetzt gekommen ist. Und ich verstehe nicht, warum eine ehemalige Gesundheitsministerin kein Wort darüber verliert. Zum Zweiten reden Sie von wirtschaftlicher Vernunft. Sie fordern das größte Hilfspaket der Zweiten Republik. Und eines möchte ich Ihnen schon sagen. In der Sozialpartnerschaft werden gute Dinge vereinbart. Wenn man die Kurzarbeitsregelung auch hernimmt, die mittlerweile bei einem Volumen von 12 Milliarden Euro angelangt ist. Und dann stellen Sie sich hierher und kritisieren diese Maßnahmen, wo Ihre eigenen Gewerkschafter richtigerweise das auch mit vereinbart haben. Wir haben die Sozialpartnereinigung 1:1 übernommen. Es ist jetzt die Verlängerung, wo die Gewerkschaftsvertreter mitstimmen. Das geht auch nicht, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite verhandeln und zustimmen, auf der anderen Seite kritisieren. Das ist unseriöse Politik, meine Damen und Herren. Und warum beschließen wir dieses Budget? Und das haben Sie zur Gänze verschwiegen, Frau Klubobfrau, weil es zusätzliche Mittel für viele Bereiche gibt in den einzelnen Untergruppen. Für Polizei und Bundesheer ein Plus von 119 Millionen Euro. Justiz eine Aufstockung um 10%, insbesondere für Supportpersonal von 165 Millionen Euro. Zusätzliche Mittel für den ländlichen Raum und Schutz vor Naturgefahren, ein Plus von 144 Millionen Euro, zum Beispiel für die Nahverkehrsmilliarde. Und das Budget für Umwelt-, Klima- und Energiemaßnahmen wird 2020 um fast 70% erhöht. Vor allem auch deshalb ist es notwendig, dieses Budget auch zu beschließen, weil das wäre mit der Fortschreibung des Budgetprovisoriums nicht möglich. Das haben Sie auch verschwiegen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ. Und derzeit ändern sich die Wachstumsprognosen, die leider Negativprognosen sind, beinahe täglich. Alleine das WIFO geht derzeit von einer Bandbreite von -5,25% bis zu -7,5% des Bruttoinlandsproduktes aus. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert -7%, die Österreichische Nationalbank -3,2% und die Bank Austria rechnet gar mit -9%. Also wir haben eine Bandbreite von -3,2% bis -9%. Jetzt haben Sie an die wirtschaftliche Vernunft appelliert, die ich bei der SPÖ seit ihrem Bestehen vermisse. Aber was ist jetzt die wirtschaftliche Vernunft von -3,2 bis -9%? Wie hätten Sie es denn gern, Frau Rendi-Wagner? Was soll man denn hier reinschreiben in das Budget? Da geht es um Milliardenbeträge und das verschweigen Sie auch der Bevölkerung, liebe Frau Kollegin. Aber vielleicht wäre es hilfreich gewesen, auch die Experten zu hören im Hearing. Ja? Das, was Sie gut können, ist schreien. Herr Kollege Matznetter, das steht ja auf den Leib geschrieben seit vielen Jahren. Wenn Sie den Expertinnen und Experten auch wirklich zugehört hätten, dann hätten Sie vernommen, dass zum Beispiel Martin Kocher vom IHS betont hat, trotz wöchentlicher Updates der Studien
sei eine Prognose der wirtschaftlichen Lage zum Ende des Jahres nicht möglich. Margit Schratzenstaller vom WIFO sprach von der schwierigsten Budgeterstellung der Geschichte der Zweiten Republik. Man höre, das Budget könne deshalb nur eine Momentaufnahme sein, die aber immerhin die Möglichkeit bietet, die wichtigsten Akzente der Regierungserklärung in Zahlen zu gießen. Und genau das machen wir, meine Damen und Herren. Die wichtigsten Akzente, die wir uns vereinbart haben, werden auch mit diesem Budget beschlossen. Für die Corona-Hilfsmaßnahmen ist im Budget eine Überschreitungsermächtigung von 28 Milliarden Euro vorgesehen, weil die anderen 10 Milliarden sind Steuerstundungen in diesem Bereich. Die Auszahlungen werden im Sinne der Transparenz jedes Monat in einem umfassenden Bericht dargelegt. Zusätzlich hat jetzt auch der Rechnungshof die Prüfung der Covid-Maßnahmen angekündigt, was gut und richtig ist, weil ja der Rechnungshof auch das Kontrollinstrument des Parlaments ist. Und wir diskutieren ja auch einen Unterausschuss im Zusammenhang auch mit dem COFAG-Beirat derzeit auf der parlamentarischen Ebene. Wir können momentan nur von Momentaufnahmen sprechen. Alles andere wäre unseriös, meine Damen und Herren. Und der Finanzminister hat am Sonntag im Kurier auch klargestellt, die Meldung nach Brüssel war keine Budgetdatenmeldung, sondern eine Wirtschaftsdatenmeldung auf Aufforderung der Europäischen Kommission. Eine Endabrechnung gibt es derzeit nicht, weder Einnahmen- noch ausgabenseitig. Und ein Kassensturz macht erst im Herbst Sinn. Und das bestätigen auch die Expertinnen und Experten in diesem Bereich. Daher ist es notwendig, jetzt dieses Budget zu beschließen, damit wir das abbilden können, wo auch Mehrausgaben vorgesehen sind. Und einige Aspekte vielleicht zum Schluss noch, dass man das auch versteht, warum wir das in dieser Art und Weise machen. Der Tourismus öffnet jetzt am kommenden Wochenende. Und wir hoffen, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch dieses Angebot wieder annehmen und natürlich auch im Inland Urlaub machen. Der Tourismus schlägt sich in Normalzeiten mit 15% des Bruttoinlandsproduktes nieder. Nur wir wissen nicht, wie das heuer in der Endabrechnung aussehen wird. Wir haben 12 Milliarden Euro für die Kurzarbeit vorgesehen. Die Abrechnung ist nicht erfolgt. Das wird erst in den kommenden Wochen und Monaten passieren. Wir haben ein Gemeindepaket, das heute eingebracht wird, von 1 Milliarde Euro. 50% von Investitionskosten im Bereich der Gemeinden wird hier vom Bund übernommen für künftige, aber auch für bestehende Projekte, die auch in den Voranschlägen sich wiederfinden. Wir haben die Auszahlungen im Bereich Härtefallfonds, Fixkostenzuschüsse, die jetzt auch vorzeitig bereits an die betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer ausbezahlt werden. Meine Damen und Herren, wie wollen Sie unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Vernunft das in das Budget gießen, wenn niemand weiß, wie diese Abrechnung am Ende des Tages wirklich aussehen wird? Es wäre unseriös und daher machen wir das nicht. Wir beschließen aber das Budget, das vorliegt, weil wir es als Grundlage dafür brauchen, dass wir jene Ausgaben auch korrekt tätigen können, die wir uns in den Regierungsfraktionen auch vereinbart haben. Und deshalb werden wir dieses Budget auch gemeinsam beschließen. August Tögginger fokussiert vor allem auf die einzelnen Dotierungen für die Ministerien im Haushalt 2020.